Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV zu meiner persönlichen Bundesliga-Prognose für den 21. Spieltag. Und wir legen auf die Schnelle mal hier los, denn die Zeit ist knapp und begrenzt. Tagessieger Nate Diaz mit 342 Punkten in der Kicktipp-Runde. Hier haben wir die Top 5. Expertentipp ist 5. Rasto Kurdo, Chris Cross, Elkin 25 und Basti 91. Hier die dazugehörigen Punkte, Zahlen. Und ich muss sagen, natürlich ist ein Spiel ausgefallen. Ne? Bielefeld gegen Bremen ist ausgefallen, meine lieben Sportsfreunde. So gesehen ist das noch nicht mit in der Wertung drinne. Wetttipps waren leider nur 5 von 14 richtig. Da sind wir 171 bei 379 Versuchen. Und bei den Resultattipps habe ich Freiburg BVB mit 2:1 richtig prognostiziert. Ne? Deswegen haben wir ein 9. Resultat hier richtig. Bei 179 Versuchen, da fehlt auch natürlich das Bielefeld-Bremen-Spiel. Und kommen wir sofort kurz und knackig hier zum 21. Bundesligaspieltag. Und heute geht's los mit Leipzig-Augsburg. Und ich glaube, ja, Augsburg ist Leipzig nicht gewachsen. Leipzig wird sich diesen Dreier holen und an Bayern versuchen, so gut es noch geht, dran zu bleiben. Ne? Für mich ein ganz klares 3:0. Handicap 0:1:1 mit einer 1,70er. Über 2,5 Partie mit einer 1,55er. Und beide treffen Nein mit einer 1,70er. Denn ich traue Augsburg in Leipzig kein Tor zu. Dann sind wir bei Leverkusen gegen Mainz. Und die Mainzer haben sich jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen verbessert. Ne? Aber Leverkusen, ja, da die Tormaschinerie hat wieder begonnen, Tore zu schießen. Und da spielt natürlich ein Wirtz, der das Top-Talent Europas ist. Das ist der neue Massaker-Typ. Der wird ein krasses Transfer hinbekommen, ne, zu einem Top-Club. Und meiner Meinung nach ist der besser als Havertz und wird besser als Havertz sein. Für alle, die sich fragen, was ich davon halte, Wirtz oder Havertz, für mich auf jeden Fall Wirtz. Nehmen wir selbst die Form von Havertz, die er in Leverkusen hatte. Denn bei Chelsea ist das ja jetzt noch nichts. Für mich, trotz allem, Leverkusen-Mainz, vielleicht nicht so ein ganz klares Ding, aber ein schmackhaftes 3:1 für Leverkusen. Handicap 0:1:1 mit einer 2:05-Quote, über 3,5 Partie mit einer 2:20er und Mainz trifft mit einer 1:52er. Ich traue Mainz ein Tor zu. Dortmund-Hoffenheim, ja, man muss sagen, Dortmund ist natürlich außer Rolle. Ne? Das ist, da ist ein Trainer, den hätte man auch ja, aus der Kneipe holen können und sagen, komm Dicker, trainier mal jetzt Dortmund für ein paar Wochen. Ne? Das ist jetzt kein Mann, der so ein Spitzenteam eigentlich in der Bundesliga führen kann. Der hat kein Fachwissen, der hat keine Ahnung. Da, ich muss schon sagen, ich wäre da der passende Mann gewesen. Also dieser Tausch, obwohl ich jetzt kein Fan von Favre war, aber Favre für diesen No-Name, ne, also kann ich nicht nachvollziehen. Das ist so, wie Hertha dieses Ding mit Čović gemacht hat. Ne? Kann man auch nicht verstehen. Da kommt einer von der A-Jugend und will da die Bundesliga erobern. Hört mir auf. Ne? Für mich wird Kramaric hier auf jeden Fall ein gutes Spiel hinbekommen. Wir wissen ja, der hat schon mal 4 Dinger gemacht in Dortmund. Dortmund wird dieses Spiel meiner Meinung nach zu Hause nicht gewinnen. Das wird ein schweres Spiel, obwohl Hoffenheim auch eins der schlechteren Teams ist. Für mich ein 2-2-Punkte-Teilung, x2, 2,55er. Hoffenheim über 1,5 mit einer 2,65er. Dann sind wir bei, ganz ehrlich, wir fügen hier noch Kramaric hinzu als Torschützen. Ja, ich weiß die Quote jetzt nicht. Schreibt mir hier, ich werde hier noch als Wetttipp hinzufügen, Kramaric trifft. Stuttgart-Hertha, ja, Stuttgart ist jetzt auf dem absteigenden Ast, meiner Meinung nach. Jetzt haben sie noch Gonzalez verloren. Und meiner Meinung nach wird jetzt Hertha, ja, bisschen, Hertha wird jetzt diesen Dreier holen, den sie da brauchen, um wieder ein bisschen, ja, bisschen so, jetzt kein, so ein Mini-Polster Richtung Relegation zu legen, ne? Man bedenkt, der Bielefeld hat ja noch ein Spiel, ne? Und ich glaube, jetzt kommt ein bisschen der Turnaround mit Dardai, dass sie jetzt Stuttgart in einer schlechten Verfassung erwischen. Und Hertha hat auch die zwei Spiele unter Dardai nicht so schlecht gespielt. Jetzt platzt der Knoten und das wird ein 1-3. Hertha Auswärtssieg 2 mit einer 2,90er. Hertha über 1,5 mit 2,10. Dass die zwei Treffer machen, 2,10er-Quote. Bremen-Freiburg, für mich die Freiburger momentan ja eines der heißeren Teams, ne, der Hot-Teams, die wirklich gut abgehen. Ne? Und Bremen, ja, so lala, die sind wieder so ein bisschen da, wo sie letztes Jahr waren. Ne? Und meiner Meinung nach wird sich Freiburg hier einen Auswärtssieg in Bremen mit einem 2-1 holen. Für mich Auswärtssieg 2 mit einer 2,55er. Union Schalke, was soll man sagen? Schalke ist jetzt schon abgestiegen, aber Union ist, glaube ich, jetzt doch schon zufrieden, dass sie die Liga
so gut wie gehalten haben. Und nach oben, da fehlt noch die Kondition. Eine ganze Saison in so einem Rhythmus durchzuspielen. Ne? Und auch wenn Kruse jetzt zurückkommt nach der Verletzung, das heißt ja noch nicht so viel, wird das ein sehr schwieriges Spiel. Ich glaube, das wird ein kampfbetontes Spiel. Und am Ende eine Punkteteilung 1:1. X, 360er, unter 2,5 Partie mit einer 1,90er. Beide treffen mit einer 1,75er Quote. Frankfurt, Köln, ja, Frankfurt 9 Spiele unbesiegt, die gewinnen einfach alles, ne? Und Köln dümpelt darum. Die haben ja auch noch viel mit dem Abstieg zu tun. Frankfurt ist einfach zu gut drauf gegen solche Kölner Abwehr. Für mich ein ganz klares 4-1 in der momentanen Top-Verfassung von Frankfurt. Handicap 0-1-1 mit einer 2,30er. Über 3,5 Partie mit einer 2,40er und Frankfurt über 1,5 Tore mit einer 1,50er Quote. Hier fügen wir auch noch Silva hinzu. Ich werde die gleich mal eintragen. Dann sind wir bei Wolfsburg gegen Gladbach und die Gladbacher haben auswärts immer so Schwächen gezeigt, ne? Und ich glaube, die Wolfsburger wirklich, die sind unfassbar jetzt in den Champions League Rängen und ich glaube, das wird ein minimalistisches Spiel und Wolfsburg gewinnt mit 1:0 gegen Gladbach. Für mich eine 1 mit einer 1,45er und unter 2,5 Partie mit einer 2,10er Quote. Ich denke, Wolfsburg zu Hause in der momentanen Verfassung gegen eigentlich auswärts immer etwas schwächelnde Gladbacher wird das ein Wolfsburger Sieg. Und bei Bayern Bielefeld, ja, bei Bayern muss man jetzt eins überlegen. Bielefeld hat jetzt die ganze Woche gechillt, ne, an der Alm. Und man muss jetzt bei Bayern bedenken, die Bayern zwei Flüge, ne, einmal hin, einmal zurück, zwei Spiele, ne, auch wenn das jetzt keine Gegner waren, die jetzt von Hochformat waren, aber die mussten die zwei Spiele absolvieren, ne, Gnabry fehlt, Müller fehlt, ich glaube Boateng wird fehlen, auf unbestimmte Zeit, und wer fehlt da noch? Goretzka, wird er zurückkommen? Also ich weiß es nicht, aber Müller, Gnabry auf jeden Fall und da fehlen ein paar Leute. Und das wird auch so ein Ding sein, wo ich glaube, das wird ein sehr zähes und schwieriges Spiel für die Bayern. Und Bielefeld wird da alles reinwerfen, alles reinschmettern und ich traue Bielefeld ein Tor zu, ist eine 1,90er Quote. Und am Ende wird das ein knapper, glücklicher Sieg, so wie die Bayern, wie man die Bayern kennt, ne? Mit einem 2:1 gegen Bielefeld. Das wird kein hoher Kantersieg gegen Bielefeld nach dieser turbulenten Woche für die Bayern. Und für mich eine sehr gute Quote mit 1,95, 0,3 Handicap 2. Ich glaube nicht, dass Bayern mit 3 Treffern Differenz Bielefeld zu Hause nach dieser Woche mit diesen Flügen und vielen Spielen besiegen wird. Deswegen 0,3 Handicap 2, 1,95er auf Bielefeld, dass sie, wenn dann nur sehr knapp verlieren, aber nicht mit 3 Treffern Unterschied. Das war meine Prognose. Dankeschön fürs Zuschauen, danke für den Daumen hoch. Mein Name ist Maverick Berlin, ihr wart auf Maverick TV. Peace out und ratatatata, macht die Geldzählmaschine.